Hallo und herzlich willkommen hier bei Final Gaming. Ich bin der Lansa und habe wieder ein neues Deck für euch dabei. Nachdem wir uns gestern das sehr offensive Grux Bloodseeker Deck angeguckt haben, wird es heute etwas tankiger. Da haben wir das Feng Mao Titan Deck für die Offlane. In diesem Titan Deck starten wir mit etwas Macht, um die Minions möglichst schnell von unserem Tower fernhalten zu können und gehen dann ziemlich schnell, ziemlich tanky, um möglichst viel Burst-Schaden von unseren Gegnern für unser Team peelen zu können. Was uns natürlich auch die Möglichkeit bietet, dann an Objectives wie Prime und den Raptors die Gegner von unserem Team zonen zu können. Wie das Ganze dann in einem Gameplay aussieht, könnt ihr wie immer bei Raps Play auf dem Kanal nachschauen. Dann lasst uns gleich übergehen zum Deckersteller und schauen, was das Titan Deck so alles beinhaltet. Als Hauptkarte für das Titan Deck haben wir uns den Centurio eingepackt, da diese Karte uns bei aktivem Orb Prime mit zusätzlich Leben versorgt. Bevor wir nun in die Landing Phase starten, können wir uns das Schutztotem des Magiers als Dummy Ward zulegen. Wie üblich mit dem Dummy Ward, lauft ihr dahin, wo ihr gerne Vision hättet, platziert den Ward, portet euch back, verkauft die Karte wieder und könnt gleich übergehen zu den Start-Items. Als Start-Items holt ihr euch einen Heiler-Token und einen Heilpot dazu, um für die nötige Sustain auf der Lane zu sorgen. Solltet ihr vorzeitig backgehen müssen oder habt zwischendurch mal noch irgendwie Kartenpunkte über, habe ich euch noch zwei Damage-Tokens und nochmal einen Heiler-Token mehr eingepackt. Als erste Fullbuild-Karte legen wir uns das Schutztotem der Wache zu. Das Schutztotem der Wache versorgt uns mit Macht, Leben und der einzigartigen aktiven Wards platzieren zu können. Das Schutztotem der Wache können wir noch mit insgesamt 6 Kartenpunkte in Macht weiter ausbauen. Nach dem Schutztotem der Wache kann es weitergehen zu den zwei Übergangskarten. Dafür habe ich euch zweimal den Warnstein eingepackt. Warnstein kostet 2 CP, versorgt euch mit Macht und Kinetik. Das Ganze können wir dann auch wieder mit insgesamt 18 Macht ausbauen. Nachdem wir nun also insgesamt 10 Kartenpunkte in Damage mit den beiden Warnsteinen investiert haben, können wir zur nächsten Fullbuild-Hauptkarte kommen. Die erste Karte, die ich euch empfehlen würde, euch zuzulegen, wären die Löscherschuppen. Die Löscherschuppen versorgen euch mit Leben, Mana Regen und der passiven Mana Regen fürs gesamte Team zu verteilen. Um die aktive dieser Karte zu erhalten, müssen wir die Karte vollständig aufwerten. Hier habe ich euch insgesamt 4 Kartenpunkte in Leben eingepackt. Die aktive der Löscherschuppen beinhaltet eine Teamheilung und verleiht dem gesamten Team noch zusätzlich Physical Armor für 20 Sekunden. Das Ganze kostet dann 75 Mana und hat eine Abklingzeit von 80 Sekunden. Da das jetzt schon mal der erste Step war, um das eigene Team etwas besser beschützen zu können, gehen wir gleich weiter für etwas Tankiness. Dafür holen wir uns als nächste Fullbuild-Karte die geerdete Platte dazu. Diese versorgt euch mit Armor und Leben und ausbauen könnt ihr das Ganze noch mit insgesamt 42 Armor und 150 Leben. Um das Titan-Deck noch titanischer zu machen, holen wir uns als nächstes die Thermobande. Diese Karte ist ebenfalls Teil des Fullbuilds und kostet 8 Kartenpunkte in der Anschaffung. Thermobande versorgt euch mit Leben, Ability Armor und der einzigartigen passiven 12% der maximalen Leben von euch über 4 Sekunden wiederherzustellen, wenn ihr von einem Hard-CC gehittet worden seid. Das Coole hierbei ist, dass dieser Effekt sich stapeln kann. Und um möglichst viel Hard-CC vom Gegnerteam peelen zu können, können wir auch hier noch weiter mit 150 Leben in Sustain investieren. Da wir nun schon sehr überlebensfähig sind, gehen wir noch über zu ein bisschen Damage. Dafür könnt ihr euch eine windschnittige Klinge zulegen. Die windschnittige Klinge versorgt euch mit Macht und Kinetik. Das Ganze könnt ihr dann noch mit insgesamt 5 Kartenpunkte in Macht und 2 Kartenpunkte in Kinetik investieren. Nachdem wir uns nun die erste windschnittige Klinge zugelegt haben, haben wir zwei Optionen. Entweder legen wir uns nach der ersten windschnittige Klinge gleich noch die zweite zu. Diese kann auch wie eben mit insgesamt 5 Kartenpunkte in Macht und 2 in Kinetik weiter ausgebaut werden. Oder aber wenn das Team DPS-technisch sowieso schon gut dabei ist, können wir uns das Toxigil zulegen. Das Toxigil kostet 6 Kartenpunkte und versorgt euch mit Kleben und der passiven einem Burst Cleanse. Bedeutet, wenn ihr innerhalb von 5 Sekunden 400 Damage kassiert habt, bekommt ihr einen Cleanse gegen CC. Toxigil hat eine Abklingzeit von nur 2 Sekunden. Und auch hier können wir wieder mit insgesamt 4 Kartenpunkten in Leben investieren. Toxigil sollte allerdings sehr situativ genutzt werden. Also wirklich, wenn das Team halt ein Full-Team mit Hard-CC hat und ihr einfach keine Chance habt mit dem Schild, das ihr euch selber geben könnt, mit der ganzen Armor, die ihr schon habt, einfach vom Gegner wegzukommen, dann lohnt sich definitiv Toxigil.
Damit hätten wir dann jetzt auch das Titan-Deck einmal komplett durchgequatscht und gehen noch schnell über zur Übersichtsseite. Hier links seht ihr für 29 Karten Punkt einen Teil des Fullbuilds. Diese Karten versorgen euch mit Macht, HP, Mana Regen und Standard Armor. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, Wards für euch und euer Team zu platzieren und die aktive Fähigkeit, Heal und die Armor des eigenen Teams zu verstärken. Und dazu über die passive der Löscherschuppen noch zusätzlich Mana Regen fürs Team zu erhalten. Dann hier in der Tabelle seht ihr noch als Übergangskarten die beiden Warnsteine, welche euch mit Macht und Kinetik versorgen. Diese tauscht ihr dann später mit der windschnittigen Klinge aus, die euch 48 Macht und 16,5 Kinetik verleiht. Und den zweiten Warnstein können wir dann mit der Thermobande tauschen, welche uns mit 250 HP füttert, Ability Armor verleiht und die Passive, dass wir 12% über 4 Sekunden des maximalen Lebens wiederherstellen können, wenn wir von HCC gehittet worden sind. Und zu guter Letzt müsst ihr euch noch entscheiden, ob ihr jetzt weiter für Damage geben wollt. Dann würdet ihr die zweite windschnittige Klinge bauen, welche euch auch hier wieder mit Macht und Kinetik versorgt. Oder aber, wenn der Gegner wirklich viel HCC hat und ihr einfach nicht mehr vom Fleck kommt, solltet ihr mal engagen und für euer Team den Burst peelen wollen, dann hier an der Stelle einfach das Toxigil nehmen, welches euch mit HP versorgt und der Passiven noch einen Burst Cleanse. Diese Karte hat außerdem nur eine Cooldown von 2 Sekunden und beschützt euch 4 Sekunden lang von CC. Damit wären wir dann jetzt das komplette Titan Deck zu Feng Mao einmal durchgegangen. Haut mal in die Comments, wenn ihr das Deck getestet habt, wie ihr es so findet. Welche Karten findet ihr gut? Welche Karten würdet ihr eher weglassen? Wie würdet ihr den Feng Mao spielen? Lasst es uns wissen, damit wir die Decks in Zukunft immer weiter für euch optimieren können. Damit wünsche ich euch noch ein schönes Osterwochenende, viel Spaß beim Tanken und beim Peelen, macht's gut, euer Lanza.